Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück zum Bonuskapitel von Clockwork's Tales, die Geschichte von Glass und Ink. Wir haben das letzte Mal es geschafft, die Marken zusammenzusammeln, dass wir hier jetzt in die Kirche können. Und mal sehen, was uns hier, was es sich so alles hier ergibt. Der heilige Nikolaus trägt alle Überbringer des Lichts eine Lampe. Der heilige Albert erhält eine Atmodell. Was? Atommodell. Es symbolisiert eine Verbindung zur Physik. Eine lichte Lampe. Der heilige Isaac nimmt den Apfel der Symbole seiner Offenbarung. Der heilige Demetrius, Vater der modernen Chemie, mit der charakterischen Flasche. Okay, das sind wahrscheinlich Hinweise für das hier. Da komme ich die Sachen hier nämlich, glaube ich, hin. So, schauen wir uns nochmal hier um. Spüre ich dort eine Brise? Okay. Aber seid mir nicht böse, ich muss mal die Musik ein bisschen, noch ein bisschen leiser machen. Die ist nämlich nach einer Zeit echt anstrengend. So, sonst glaube ich, ist hier nichts. Okay, wer ist das? Der heilige Albert fehlt sein charakteristischer Gegenstand. Albert Einstein, ich verstehe schon. Ja, sein Atom-Symbol fehlt ihm gerade. Da haben wir wieder ein Bimibi. Schusswaffe. Rotes Buch. Telegraph. Kutsche, Telefon, Kapsel, Schere, Plakat, Siegel. Atom, Lupe, scheiß Fruchtfliege hier. Wo ist der Brief? Hä? Wo soll denn der Brief sein? Ja. Diesmal mache ich Schnellreise. Okay. Er braucht natürlich seine Fläschchen. Okay, ordne die Flaschen der Größe und der Farbe nach an. Die Flaschen an der Seite dienen als Hinweis. Okay. Der Farbe entsprechend. Und der Größe. Lass doch mal los. Ich hoffe mal, das ist richtig. Das eine Flasche einfach nur.
Der, was hält der noch im Eisberg der Offenbarung? Ein Apfel suchen wir jetzt noch. Wahrscheinlich hat sich jetzt wieder irgendwo ein Wimmelbild eröffnet. Wieder bei dem im LKW. Also bei dem muss man halt haufenweise aufräumen, habe ich das Gefühl. So. Kuckucksuhr. Zigarettentui. Steinapfel. Halsband. Kamera. Das Messer. Messer. Spiegel. Becher. Maske. Geige. Tasse. Vino. Freeze! You're Dr. Ink, aren't you? You foreign spy, you! Prepare to be executed by the order of General Engineer Barber. I can't do it. You're a good person, a civilian, and I am not a monster. Okay. Ach, deswegen wurde er auch degradiert, okay. Entschuldigung, nicht das, sondern das hier. Okay, was auch immer das hier ist jetzt. Schraubenzieher. Wow, jetzt haben wir aber einiges hier zu tun. Was, hier. Mein Drachen. Noch erstmal hier. Hier haben wir wieder ein Wimmelbild. Ein Kombibild, Entschuldigung. Man muss ja ganz genau sein. Das nehme ich mal an mich. 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 Ich würde mal sagen, kommt das da hier rein. So. Haben wir hier eine Tasse. Die Tasse stelle ich mal hier hin. Habe ich hier auch sowas wie... Schlüssel steckt... Ich weiß, es ist vereist. So. Zündschnur, okay. Aber das. Okay, dafür ist das nicht gedacht. Für was dann, bitteschön? Wenn ich fragen darf. Aufgeladene Batterie. Achso, dafür ist das gedacht. Ein Mathematikrätsel. Ach komm, bitte. Lege alle Batterien in die richtigen Fächer. Die Zahlen neben den Drähten zeigen die erforderlichen Summe. Ich vermute jetzt einfach mal.
Euch ist schon bewusst, dass ich das nicht lösen will. Ich erinnere nur an die Leute, die jetzt gerade an der Folge reingeschaltet haben. Es gibt die Holy Wimmelbe-Regeln. Und die besagen, dass ich, was Mathematikrätsel angeht, überhaupt keine Bedürfnisse habe. Ich kann jetzt ein bisschen noch rumversuchen. Okay, was ist jetzt noch daran falsch? Ach, es leuchtet die Lampe nicht. Hab's ja doch gelöst. Auch wenn ich absolut kein Fan finde. Okay, da haben wir das Bonusabenteuer auch abgewickelt. Das heißt, dass wir das hier an der folgenden Folge mit dran heften. Aber damit ihr auch nicht auf den heißen Kohlen legt, ich habe euch ja gesagt, ich werde euch erzählen. Beziehungsweise ich setze mich immer hier vor Matthew hin und mache mich ein bisschen größer. Ich habe euch ja gesagt, am Ende der Folge werde ich euch erzählen, was ich als nächstes Let's Playen werde. Und zwar habe ich hier immer noch das, hier das Sakra House Bündel. Also die Collector Edition. Und ich werde hier, ich hoffe, ich bin richtig daran, Sakra Terra 1 Nacht der Engel für euch Let's Playen. Und habe auch noch den zweiten Teil, aber nur den ersten und zweiten Teil. Mehr habe ich leider nicht. Bin auch gerade nicht in der Möglichkeit, in der finanziellen Möglichkeit, mir weitere Teile zu holen. Also nur, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Und dann habe ich hier den zweiten Teil noch, Sacra Terra, der Kuss des Todes. Der zweite Teil. Die zwei Spiele kommen jetzt nacheinander noch. Und dann habe ich dieses Bündel durch. Und dann schauen, habe ich noch bestimmt noch irgendwelche Einzelstücke auf Steam. Die werde ich natürlich auch noch machen. Und dann noch hinten hier hinter mir habe ich auch noch ein paar Wimmelbildspiele. Dann wird es aber irgendwann mal knapp mit Wimmelbildspielen, ich sag's euch. Dann, ja, ich werde das mal in extra Video noch erzählen. Was dann passiert, wenn ich mal und mir momentan keine Wimmelbildspiele mehr kaufen kann aktuell oder keine mehr habe zum Let's Playen. Dann muss man halt eben warten, bis ich wieder was habe. Ich gebe euch ja auch dann irgendwie Bescheid. So, wie gesagt, Sacra Terra, Nacht der Engel kommt nach diesem schönen Spiel.